So, heute machen wir ein bisschen natürlich wieder Griffkrafttraining, ganz klar. Fat Grips heben mit meinen neuen Fat Grips aus den USA. Und ich will ein bisschen Kraft aufbauen aus dem Rücken und deshalb eine gute Alternative für mich, da ich ein Titanknie drin habe hier. Gute Alternative, Hexbar. Ja, wir werden die Dinger da festmachen und dann werde ich mit der Hexbar ein bisschen hochgehen. Oh, die sitzen sehr locker drauf, was eigentlich nicht so gut ist. Dann hebt es sich noch schwerer, weil die Dinger dann rollen. Aber egal. So, ihr seht, die sitzen richtig easy drauf. Die Hexbar selber wiegt knapp 25 Kilo. Ich habe gleich 50er Scheiben drauf gemacht. Fangen wir gleich mit an. Also im Prinzip haben wir jetzt drauf 125 Kilo Warm-up. Und ja, ich habe das Ding lange nicht in der Hand gehabt. Bestimmt 2 Jahre in der Ecke gestanden jetzt. Aber da ich so schwach geworden bin, muss ich jetzt ein bisschen was tun. Gucken wir mal. Ach du Scheiße. Holy moly, schwer wie Sau. Oh, Mama mia, totaler Kraftverlust, weil ich seit 2 Jahren kein richtig schweres Kreuzheben trainiere. Das ist Kindergewicht eigentlich und fühlt sich an wie eine Tonne. Oh Mama mia, das kann was werden. Na gut, okay. Was du nicht trainierst, du verlierst. Mein letzter Wettkampf vor 2 Jahren habe ich mit Fat Grips an der Hexbar 200 Kilo gezogen. Ja, 125 fühlen sich an jetzt, so fast wie 200. Oh, Mama mia, okay. Gut, ich habe jede Seite 15 Kilo drauf gemacht, gesteigert auf 150 Kilo. Also eigentlich 155, wir rechnen mal glatt. Machen das mal glatt, das Gestell mit 20, 150 Kilo, weil 120 schon so, sich so verdammt schwer angefühlt haben. Ja, ich ziehe es halt mehr aus den Beinen. Und meine Beine, ja, habe ich jetzt so 2 Jahre, ich habe die Seite hier Titan drin, 2 Jahre keine Kniebeugen so gemacht und keine richtige Belastung. Und die waren noch richtig so. Die sind immer noch, geht immer noch, aber ist halt keine Kraft mehr drin, das merke ich jetzt. Und Hexbar ziehst du halt viel aus den Beinen. Und das schon, kann schon bei 150 Schluss sein. Mit der normalen Achse so nach vorne gehe ich bis 170, 180. Und hier merke ich, sauschwer. Gut, 150. Oh, Mama mia, Alter. Oh, die Beine so schwach. Oh, ja. Mama mia. Schwer wie Hund. Ich muss noch einen machen wenigstens. Schwach, schwach, schwach. Ja, aber deshalb mache ich es ja jetzt, damit wieder ein bisschen Kraft in die Beine kommt. Mit Vorsicht zu genießen. Ich werde das Knie auch gleich bandagieren. Und jo, werden wir ein bisschen steigern auf 160 Kilo langsam hoch, weil es ist schon richtig schwer. Gut, wir haben gesteigert auf 165 Kilo. Das ist richtig schwer jetzt für mich, weil meine Beine das nicht gewohnt sind. Beziehungsweise mein linkes kaputtes Bein. Aber da müssen wir jetzt durch. Wie ein Lurch. Komm, oder? Einmal hoch das Ding. Jawohl. Babygewicht, aber was soll's, muss ich mir durchkämpfen. Gut, ich steige ein bisschen.
So, wir haben gesteigert auf 185 Kilo. Also wie gesagt, nochmal zur Erklärung. Ich benutze die Hexbar ab heute jetzt wieder, damit ich ein bisschen Kraft in den Beinen bekomme, da ich eine Titanprothese drin habe hier und beim normalen Kreuzheben halt meine Beine so gut wie nicht belastet werden und ich merke halt, dass ich keine Kraft habe unten raus. Deshalb der Tipp von meinem Trainingskumpel auch, Ludger, mach Hexbar und ja, und ich merke halt, verdammte Axt, da ist keine Kraft drin. Ja, natürlich Hexbar mit Fat Grips, 60 mm, ganz klar, sowieso, weil wir sind ja Griffkraft, ne? Also jetzt haben wir 185 drauf, wenn die hochgehen würden, wäre schon richtig geil. Schon ziemlich auf der letzten Ritze mit den Händen auch eben. Die Fettgrips sitzen auch sehr locker drauf hier. Und bei 185 wird die Luft dünn. Gut, machen wir ein bisschen Pause und dann gehen wir noch ein bisschen hoch. Gut, bewegen wir das faule Fleisch nochmal her. Ja, heute ist ja so ein Testtag. Ich wollte mal gucken, wo ich überhaupt stehe mit meinen Beinen. Und ich sehe, ich stehe im Keller. Und nochmal zur Erklärung, Hexbar halt für mich, für die Beine, damit ich halt Oberschenkel ein bisschen trainieren kann. Weil Kniebeugen kann ich nicht machen durch meine Titanprothese. Und damit ich ein bisschen mehr Kraft habe fürs Apollo-Achselheben, für meine Griffkraftsachen, baue ich die Hexbar mit ein, weil man da normalerweise ein bisschen mehr Gewicht bewegen kann. Aber ich habe heute festgestellt, seht ihr, 180, also 185 ging einmal mit Mühe und Not, 195 blieb liegen wie ein Stein. Jetzt mache ich nochmal 165, versuche ich nochmal 1 bis 3 und dann werde ich auch nochmal einziehen ohne Fat Grips. Ja? Aber Schwachstelle, Beine, ganz klar. Keine Power drin. Ja, ich merke, dass es nicht an den Händen liegt. Die Hände sind zu, wie Schraubstöcke, kein Problem. Mit 60er Fat Grips einfach keine Power mehr im Rücken und in den Beinen. Deshalb wird es jetzt wahrscheinlich mit normalen Griffen keinen Unterschied machen und werde da genauso schwach ziehen. Ja, kein Unterschied. Also das ist... Ja. Also einmal eine Woche ran, komme ich nicht drum rum, muss wenigstens 200 ziehen können, dass ich für einen Wettkampf ja so locker um 160 bis 180 mit der Achse ziehen kann, damit ich dann nicht limitiert bin durch meine schwache Beinkraft. Gut, reicht. Im Kraftsport oder im Bodybuilding nimmt man normale Hanteln, wir Griffkraftler nehmen da ein bisschen ein paar andere Sachen, versuchen das immer schwerer zu machen. Wir greifen den Amboss und dieses Ding hier, das wiegt 10 Kilo Rohgewicht, 12,5, greifen wir an der Spitze, den Amboss auch, der hat 25. Kann den natürlich auch pinchen.
bisschen so rumtragen, kann man auch trainieren. So, letzter Satz, Bizep Curl, natürlich nicht mit einer normalen Hantel als Griffkraftler, sondern mit einem kleinen Amboss. Der hat so 25 Kilo. Schnappen wir das Ding hier vorne an der Spitze. Und dann gucken wir mal, ob wir damit ein paar Dinger schaffen. Das knallt richtig gut rein. Merkt man, boah, ballert ohne Ende. Und macht tierisch Spaß. So, links auch noch ein paar. Ja. Ich sag euch, boah. Das knallt ohne Ende. Boah. Geil, Training beendet für heute, reicht. Und wir sehen uns wieder am Samstag. Bye, bye.